Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die C zu dem O-Box von Chorus 86. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. C zu dem O von Chorus 86, so sieht das Ganze aus. Das Album bzw. die Box im August 2018 erschienen. Wir haben hier eine relativ unübliche Box, und zwar haben wir hier einmal das Gesicht, den Kopf von Chorus 86 abgebildet mit Sonnenbrille und so einem Haarnetz. Die Box, keine reguläre Box aus Karton, wie man es kennt, sondern hier in so einem ganz speziellen Papp- oder gehärtetem Pappstoff. Und zwar das Ganze schlicht in Dunkelgrau gehalten und hier getackert jeweils an den Ecken. Denn diese Box ist keine Massenbox, sondern wirklich streng limitiert gewesen und angeblich auch jede dieser Boxen persönlich von dem Interpreten von Chorus hergestellt worden. Also, bis auf diesen Sticker, bis auf diesen Aufdruck hier, ist die Box dunkelgrau. Ebenso von der Innenseite. Und dann haben wir hier den Inhalt. Wir haben hier einmal einen Marker, einen Molotow-Stift. Und dann haben wir hier ein Haarnetz oder so ein, ja, so ein Netz, in dem sich diverse weitere Inhalte befinden. Wir werden die hier mal rausholen. Und zwar haben wir einmal dabei ein Tape, eine CD, einen Sticker, noch einen Sticker, noch einen Sticker, und das dürfte dann wohl ein Poster sein. Gut, so sieht die leere Box aus. Also ihr seht, das Ganze sieht schon sehr nach Selfmade aus und ist hier wirklich so überall vertackert. Machen wir die Box mal zur Seite. So, und nachdem das Album, die CD hier noch eingeschweißt ist, werden wir diese mal aus der Folie holen. So, wo machen wir es hier am besten auf? Hier unten. So. Gut, dann starten wir wie immer mit dem Tonträger, mit dieser CD. Wir haben hier wieder den Kopf abgebildet, links und rechts dann die Hände. Dann lesen wir hier C zu dem O und hier unten Chorus 86. Das Ganze auf der Rückseite dann mit einem Mittelfinger beschriftet. Und dann haben wir hier die insgesamt 7 Tracks, beziehungsweise 6 Tracks plus 6 Instrumentals, also 6 Tracks und 6 Instrumental-Versionen. Wir haben hier Features von MC Bomber und sonst die restlichen 5 Tracks Solo-Tracks. Und hier haben wir dann noch 7 bis 12 alle C zu dem O Instrumentals in Klammer Bonus. Gut, Barcode und Credits zum Tonträger. So sieht das Ganze dann aus. Ein Digipack zum Aufklappen. Hier haben wir nochmals eine Grafik von Chorus 86. Wie man auch sieht, also das sind auch alles Grafiken von ihm. Denn der gute Mann ist nicht nur Rapper, sondern auch Graffiti Artist. So sieht die CD aus. Sieht aus wie so eine Polizeimarke oder so ein Polizeistern. Was lesen wir hier? Playboys Gangbang 1312. Okay. C86. Hier auf der Rückseite dann noch die Credits zum Album. Von der Seite lesen wir dann auch wieder Chorus 86 C zu dem O. Dann haben wir mit dabei ein Tape. Und zwar diese Kassette hier, die komplett durch heißt. Und dann haben wir hier ein Butterfly-Messer, das in einem Batzen 500-Euro-Scheinen. Was darunter dürfte wohl Käse und Tomate oder Wurst sein. So sieht das von der Seite aus komplett durch. Hier die Credits. Und wenn wir da hineinschauen, dann haben wir hier ein blaues Tape. Auch hier lesen wir wieder komplett durch. So sieht das aus. Also rein von der Optik sehr gelungen. Diesem Blau gefällt mir gut. Und dann haben wir hier noch in diesem Einleger die Tracklist. Und zwar haben wir hier auf der A-Seite 2 Tracks.
Und auf dem ersten, beziehungsweise auf dem zweiten Track, auf dem Track Nicht Normal, haben wir dann Features von DJ Reckless, Fruchtmax, Kulturerbe Achim und Hugo Nameless. Und dann haben wir auf der B-Seite auch nochmals zwei Tracks, die allesamt Solo-Tracks sind. Also drei Solo-Tracks und ein Feature-Track. Dann haben wir hier auch noch die Credits zu diesem Tape. Und dann hier mehr oder weniger so ein Mini-Poster, Pump, Pionier, Chorus 86. Gut, dann machen wir diesen Einleger wieder rein, ebenso wie das Tape. Also sechs Tracks inklusive Instrumentals auf dieser CD plus eben vier auf diesem Tape. Dann mit dabei ein Stift, ein Marker, und zwar nennt sich das Ganze Burner Permanent Paint. 20 mm. So sieht er aus. Made in Germany. Also das Ganze ist von der Firma Molotov, sehr bekannte Marke in diesem Sprüher- und Graffiti-Bereich. Und das Ganze kann man dann hier aufmachen und dann eben entsprechend mit dieser dicken Spitze hier arbeiten. Müsste man hier dann noch aufschrauben, um das Ganze zu entsichern quasi. Und der ist auch wieder zu befüllen. Also den kann man dann durchaus längere Zeit verwenden, um die Umwelt, ja, etwas zu verschönern oder sich irgendwo zu verewigen. Dann haben wir Sticker dabei. Einmal diesen hier im Querformat www.chorus86.de. Dann haben wir noch zwei weitere Sticker. Einmal diesen hier. Dieser ist rund, kann man hier rauslösen, ist dann kreisförmig. Sieht so aus in Schwarz und Weiß. Und dann haben wir noch diesen Sticker hier mit dem Interpreten abgebildet, und hier dann lesen wir auch nochmals Chorus 86, also sowas wie eine Unterschrift, allerdings diese hier aufgedruckt und das Ganze dann als Sticker quadratisch. Gut, dann haben wir noch ein Poster mit dabei. Die eine Seite, also die Rückseite, die ist nicht bedruckt, und dann haben wir hier auf der Vorderseite im Querformat einen Polizeiwagen, der komplett zugesprüht und getaggt wurde. Hinten dürfte wohl ein Polizist drin liegen im Kofferraum. Und hier vorne haben wir dann Chorus auf dem Beifahrersitz mit Sprühdose in der Hand. Also das Poster im Querformat einseitig bedruckt. Und als letzten Boxinhalt, auch wenn ich ehrlich gesagt, ja, doch, es ist schon als Boxinhalt gedacht, auch wenn es für mich erst so ausgesehen hat, als wäre das irgendwie ein Netz, um das Ganze da drinnen halbwegs irgendwie beisammen zu halten in der Box. Aber es ist wirklich so gedacht, dass man das Ganze hier, wie dieser gute Mann hier, aufsetzen kann als Haarnetz. Also, das kennt man so aus der Küche oder generell so aus der Gastronomie bei den Köchen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich bin jetzt kein großer Fan davon, ich werde sowas definitiv nicht tragen. Aber ist auf jeden Fall mal etwas anderer Boxenhalt. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieses eben gezeigte Haarnetz. Dann das Poster, einseitig bedruckt im Querformat. Dann haben wir diesen Sticker quadratisch, noch einen quadratischen Sticker und dann diesen im Querformat. Also insgesamt drei Sticker mit dabei. Dann diesen Marker von Molotow, wieder befüllbar. Das Bonus-Tape komplett durch mit vier Tracks. Und natürlich das hier, das Album bzw. die EP, je nachdem, wie man das sieht. Also, nachdem es nur sechs Tracks sind, bezeichne ich das jetzt mal als EP. Die sechs Tracks inklusive sechs Instrumentals, und die kommen in diesem Digipack. Ja, das alles in dieser wunderbaren Box C zu dem O von Chorus 86. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare, und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Chorus 86 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.